Guten Morgen, meine Hübschen. Es ist Freitag und wie ihr gesehen habt, habe ich schon ein bisschen Haushalt gemacht. Ich bin ja auch ein bisschen im gemütlichen Look hier heute unterwegs. Soweit bin ich mit meinem Haushalt jetzt fertig. Ich habe mich jetzt auch gerade ein bisschen zurecht gemacht und muss nur noch hier die Wäsche zusammenlegen, beziehungsweise die ist noch ein bisschen feucht, die wollte ich jetzt hier noch trocknen lassen ein bisschen. Die Sonne scheint da gerade so schön, deswegen nutze ich das hier. Im Keller geht es nicht ganz verwaschen und so weiter, aber es ist natürlich noch ein bisschen staubig, die Luft, deswegen lasse ich das jetzt hier oben. Da kann das hier schön trocknen, ist nämlich nicht ganz trocken geworden, ist noch so ein bisschen, ja, so nebelfeucht, also nicht nass und nicht trocken, so ein Zwischending irgendwie. Draußen scheint super die Sonne, Dominik ist mit dem Carlos unterwegs. Ich muss nämlich ein bisschen noch arbeiten, ich habe gerade noch mal eine Sammelbestellung getätigt. Wie ihr wisst, eröffne ich ja demnächst mein Kosmetikstudio und mache auch online Hautberatung und so weiter und verschicke auch die Produkte, mit denen ich arbeite. Und das beansprucht doch ein bisschen mehr Zeit als gedacht. Gerade die Hautanalyse online und so ist ja nicht immer ganz einfach, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, da auch meinen Kunden, die weiter weg wohnen, behilflich zu sein und ihnen die richtigen Produkte anbieten zu können. Und da bin ich im Moment sehr viel am Laptop, am Aufschreiben, am Bestellen, am Verschicken und fahre dann immer auch hin und her zwischen den Poststellen. Muss ich vielleicht mal gucken, ob ich das irgendwie anders regeln kann, dass ich das dann nicht immer alles zur Post bringe, sondern es dann direkt bei mir abgeholt wird, wenn ich dann den Laden habe. Das ist dann vielleicht einfacher auch für mich, da ein bisschen Zeit einzusparen auf jeden Fall. Das kostet mich nämlich meistens dann auch noch mal eine halbe Stunde. Kommt drauf an, wie viel los da ist. Dann bin ich ja auch wieder auf Öffnungszeiten angewiesen. Und dementsprechend, ja, ist das dann ein wenig sehr zeitintensiv. Ja, die Küche ist soweit auch sauber und glänzt. Ich bin ja alleine, das heißt, wenn ich alleine bin, ist es hier immer sauber. Warten wir mal eine Stunde ab, wenn dann gleich der Dominik schon kommt und der Carlos da ist. Und heute Nachmittag wird es hier definitiv nicht mehr so aussehen. So, da ich jetzt auch meinen Haushalt komplett gemacht habe, werde ich jetzt auch mit meinem Frühstück beginnen. Wenn die Kinder nicht da sind, frühstücke ich ja immer ein bisschen später. Jetzt werde ich auch mein La Vida zusammenmischen. Das habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, dass wir das alle seit Neuestem trinken. Und starten auf jeden Fall super gesund und mit allen Vitaminen, die wir brauchen, in den Start. Auch die Kinder mögen das sehr gerne. Ihr könnt das übrigens mit Wasser, das habe ich ja letztes Mal gemacht, oder auch mit Orangensaft mischen. Das schmeckt auch richtig lecker. Das schmeckt dann wie so ein Multivitaminsaft. Richtig, richtig lecker. Ja, ich trinke das heute aber mit Wasser und bin dann mit dem Gläschen hier auf jeden Fall rundum super versorgt mit Vitaminen. Man muss mir da jetzt nicht so die Gedanken machen, dass mir irgendwas fehlt oder den Kindern. Das ist übrigens unsere zweite Flasche. Wir kommen mit 5 Personen, wenn wir das täglich einnehmen, so circa einen Monat aus. Wie gesagt, eine Flasche haben wir schon leer gemacht und jetzt habe ich die zweite angebrochen. Ich habe auch das Gefühl, dass durch das Biotin, was auch da drin ist, meine Haare nicht mehr so stumpf und trocken sind. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hatte die ja von einer langen Zeit gefärbt und hatte einige Probleme mit meinen Spitzen halt hier unten. Aber, also es fühlt sich super schön an und ja. Glänzend auf jeden Fall. Die waren in letzter Zeit echt stumpf, hat man auch in den Videos gesehen. Ich habe jetzt auch gar nichts drin und fühlt sich auf jeden Fall sehr toll an, muss ich sagen. Weitere Informationen findet ihr übrigens unten in der Infobox zu La Vita. Die Bauarbeiter machen übrigens eine Pause
Und beziehungsweise sind auf einer anderen Baustelle, weil gerade auch schönes Wetter ist und die haben halt im Moment mehrere Baustellen. Aber bei uns sind die soweit fast fertig. Und wie ihr sehen könnt, konnte ich auch hier den Flur richtig schön aufräumen. Trockner ist fertig. Richtig schön aufräumen. Das sieht super sauber wieder aus. Den Boden muss ich trotzdem natürlich immer wieder öfters wischen. Aber auf jeden Fall fliegt der ganze Staub jetzt nicht mehr hier so rum, weil halt nicht mehr gearbeitet wird. Und jetzt gehe ich nach unten und werde noch mal eine Ladung Wäsche hochholen. Wir sind alle draußen. Wir haben nämlich das schönste Wetter. Ich bin noch mit T-Shirt draußen. Und wir haben jetzt den Grill angemacht und spielen im Sandkasten. Und jetzt spielen wir anscheinend Fußball. Na? Hast du den Ball rausgeholt? Mama, weißt du, das funktioniert an der Rückwärtsgang von Auto auch nicht mehr. Ich habe den Rückwärtsgang angeschaltet. Ja, auf die Dings zurück und es kam einfach nicht. Ne? Das ist immer noch kaputt. Oh. Auto. Was ist mit dem Auto? Auto. Kaputt? Akku leer vielleicht? Batterie leer? Ach so, ja. Brumm. Übrigens ist uns die Plane letzte Mal, als so stürmisch war, in den Pool gefallen. Das heißt, wir müssen das Wasser komplett rauslassen, den ganzen Pool reinigen und neues Wasser reinmachen. Ah, ärgerlich. Die Steine haben wohl doch nicht so gut gehalten. Huhu, ich sitze hier und der Rest der Bande spielt auf dem Trampolin. Tilami hat sich einen Badeanzug angezogen. Ich habe nämlich die Tage einen neuen Badeanzug gekauft, den hat die jetzt an. Und der passt, der ist 116 und der passt. Ich habe gehofft, der wäre ja ein bisschen zu groß, aber der passt echt ganz genau jetzt. Jetzt sind wir von 104 auf 116. Haben eine Größe übersprungen. Echt krass. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt alle auf dem Trampolin und springen da rum. Und ich wollte euch eigentlich nur mal erzählen, dass ich die Tage mein Gewerbe anmelden wollte, aber das leider überhaupt nicht geklappt hat. Es war so ein Hickhack. Jetzt muss erstmal das Bauamt prüfen, ob der Laden, wo ich den Mietvertrag eigentlich schon unterschrieben habe, überhaupt für ein Kosmetikstudio zulässig ist. Ich denke, es dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber das dauert jetzt natürlich wieder was. Und eigentlich ist ja für nächste Woche die Schlüsselübergabe geplant. Und ich brauche aber natürlich erstmal die Freigabe von der Stadt, dass ich da überhaupt eine Kosmetikschule eröffnen kann. Weil sonst stehe ich da mit einem Laden, aber ohne Gewerbe. Ist natürlich auch nicht so schön. Ja, ich hoffe, dass das alles irgendwie gut klappt. Ich habe der Eigentümerin Bescheid gegeben und die wollte sich so schnell wie möglich darum kümmern und beim Bauamt halt anrufen und das dann ändern lassen. Und den Bauantrag, den die gestellt hat, den muss die auch nochmal umändern lassen, weil da wurde ja gebaut, es wird komplett neu saniert und ja, da muss das Ordnungsamt jetzt einige Unterlagen ändern und wahrscheinlich noch rauskommen und sich das erstmal angucken. Es zieht sich wieder alles in die Länge. Aber es ist nicht so tragisch. Ich bin Montag und Dienstag nämlich eh nicht da. Ich bin auf einer Schulung. Und dann ja, passt das soweit erstmal ganz gut. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall nächste Woche dann irgendwie dann vonstatten geht, dass ich meinen Schlüssel bekomme, dass ich da rein kann und anfangen kann, den Laden halt zu gestalten, einzuräumen und zu dekorieren und so weiter. Also damit ich im Mai wirklich auch starten kann dann mit den Terminen. Ja, wünscht mir Glück. Wie gesagt, im Moment, ihr seht nicht so viel auf YouTube, weil ich unheimlich viel zu tun habe rundherum mit anderen Sachen. Und das erzähle ich euch aber auf jeden Fall dann nochmal später. Den Lippenstift, den habe ich schon seit heute Morgen drauf. Ich habe gegessen und getrunken, der ist immer noch drauf. Ist der nicht Wahnsinn?
meine Hübschen, wir haben uns entschieden, ein Eis essen zu gehen wieder. Und mal zu gucken, ob wir vielleicht mir eine schöne Jeansjacke oder irgendwie eine dünnere Jacke finden können bei H&M. Hier ist die Kinderabteilung. Ja. Und wo ist hier eine Frühlingsjacke? Bestimmt hier irgendwo. Hier sind schon mal so Jäckchen. Aber ich möchte die nicht. Nein, die nicht? Nein, keine Frühlingsjacke. Lederjacke? Die finde ich schöner. Die findest du schön, war mir klar. Ja, müssen wir mal gucken. Die ist zu groß. Das könnte passen. Die. Ja? Nimm an. Lea, kannst du da mal bitte aufstehen? Super. Und? Schön aus. Möchtest du mal gucken im Spiegel? Ja. Da ist ein Spiegel. Da. Oh, ist ein bisschen zu groß, glaube ich. Nee, die ist schon ganz gut so. Deine. Sonst ist die zu eng. Guck mal hier mit den Blumen. Nee? Nee. Okay. Ja, wir sind bei H&M und suchen eine Jacke für Lamia, aber irgendwie gefällt der Lamia nichts. Ja, wie man sehen kann, wurden wir fündig. Wir haben ein paar Shirts für den Carlos gefunden und eine schöne Jacke für Lamia. Ist sie gut? Ja. Ja? Ja. Sehr schön, sehr gut. So, sitzt im Auto. Jetzt zeige ich euch mal, was der Dominik den Carlos ausgesucht hat. Ich habe dem das hier ausgesucht. Huch. Sehr cool. Ein schwarzes Shirt, Guns N' Roses natürlich, und drauf steht Sweet Child O' Mine. Tada! Das sieht cool aus auf jeden Fall. Dann hat der Dominik gefunden, ich weiß gar nicht, warum der das gekauft hat, aber Marvel. Dominik, du bist ein cooler Marvel-Fan. Ja, ich bin Marvel-Fan, ja, Dominik nicht so. Und dann haben wir noch das hier gefunden. Das hat dem Carlos auch sehr gut gefallen. Natürlich mit Autos drauf. Ja, sehr schön. Drei neue T-Shirts für den Carlos und ein Jäckchen für Lamia. Und jetzt geht's wohin? Thomas Phillips. Jetzt haben wir noch zu Thomas Phillips. Der Dominik hat das der Lamia versprochen, dass wir da noch einen kleinen Abstecher machen. Nicht da dran, nicht da dran. Mama. Nein, das ist bah. Nein, nicht da dran. Ich war schon ewig nicht mehr bei Thomas Phillips. Ewig, ich glaube schon 4-5 Jahre bestimmt schon. Und Carlos hat schon was gefunden. Ey, nicht auseinanderreißen, nicht auseinanderreißen. Oh, das ist auch gut, ja. Aber der ist handsicher, glaube ich, ne? Einkaufen mit Kindern. Erstmal Laden aufräumen. Wie zu Hause. Aufräumen. So, wieder im Auto. Kannst du dich anschneiden? Geht? Ruhig bleiben. Ruhig. Wir haben Zeit. Langsam. In Ruhe. Sonst machst du nochmal ab und machst nochmal neu dran. Na, geht doch. Siehst du? Ich mach jetzt meine Puppe auf. Okay. Der Dominik hat verzweifelt nach Wasser gesucht. Den ganzen Einkauf aufgehalten. Die hat nämlich nur so ein Zeug hatten die überall. Riesenkanister mit Apfelsaft, Riesenkanister mit irgendwelchen Sirupen, ey, die so richtig eklig aussahen. Wo sich schon der Karies gebildet hat, alleine nur die Flaschen zu sehen. Aber was ich jetzt leer gemacht? Aber hast du mir noch nicht mal einen angeboten? Lief früher noch besser bei dir, ne? Boah. Ich hole aber jetzt extra einen aus dem Koffer. Ja klar, muss er ja auch. Für dich stehe ich sogar noch mal auf. Ah, danke schön. Ich habe dir drei Kinder geschenkt. Und nur eins mit PDA. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause. Und da wartet auch schon die Joanna auf uns. Sie ist jetzt auch zu Hause. Und dann können wir die fast schon wieder ins Bett bringen. Den Carlos, den packe ich gleich nochmal, glaube ich, in die Badewanne. Und dann ist auch schon Schlafenzeit. Wie spät haben wir denn? Nee, jetzt schnell um die Zeit. Oh, 6:30 ist sowas von Schlafenzeit. Jetzt habe ich einen Wasserbauch. Und Sonntag werden die Wohnung gestellt, ne? Ja, was? Mhm. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns nochmal? Die werden rausgestellt eine Stunde vor. Mhm, also weniger schlafen. Schlecht. Oh, nicht gut. Nein. Nicht gut. Was mir immer wieder auffällt, wenn schönes Wetter ist, dass die Leute das Geld locker in der Tasche sitzen haben. Ja, für Blumen. Viel locker, nee, an sich auch. Weil klar, du bist natürlich viel besser gelaunt und gibst mal gerne ein bisschen mehr aus, als du eigentlich möchtest.
Und wenn schönes Wetter ist, sind die alle nur am Kaufen. Irgendwie mehr als an Weihnachten, habe ich das Gefühl. Ich finde das immer schön, wenn schönes, so die ersten Sonnenstrahlen kommen im und die ersten April, Blümchen gekauft werden können. Wie die Leute sofort rausgehen, wir ja auch. Ist ja, wie man sagt immer die Leute, aber wo alle, eigentlich wir ja auch, rausgehen und sofort Blumen kaufen, ja, Erde kaufen, auch Töpfe gemacht, kaufen. An meinem Geburtstag war ich auch erstmal. Erstmal Farbe irgendwie in den Garten. Genau, den Leben, Vorgarten. Leben, ja, ey. So. Mhm. Das ist dein erstes Mal, was du machst, rauskaufen gehen. Sieht aber auch viel schöner aus dann direkt. Man hat direkt die Lebensgeister geweckt, wenn die Sonne scheint, auf jeden Fall. Hat man zu viel mehr Lust. Ich finde, Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit, weil da wird man erstmal, da hat man auf alles Freude, auf alles Lust, rauszugehen, Ausflüge zu machen. Alles das erste Mal im Jahr, dass man draußen Aktivitäten macht. Im Sommer denkt man sich nur so, boah, ich sterbe, ist das heiß hier? Und im Winter denkt man sich so, im Herbst denkt man sich dann so, boah, schön, endlich eine kleine Abkühlung. Und im Winter denkst du dir, boah, hoffentlich ist wieder Sommer. So geht es mir jedenfalls. Das sieht bestimmt gut aus. Ja, also mir geht es jedenfalls so. Also Frühling ist meine absolute Lieblingsjahreszeit in Deutschland, definitiv. Meine der Sommer. Ja? Ja, der Sommer ist mir meistens hier zu extrem. Also entweder gar nicht oder extrem. Und damit komme ich einfach. Frühling ist das Schönste, so knackige 20 Grad, so am Anfang, wo du die ersten Mal freie Schuhe hast. Das ist voll ein komisches Gefühl, wenn man keine Socken und so trägt und dann so barfuß in Sandalen rumläuft, finde ich immer voll merkwürdig oder ohne Jacke rausgeht. Sommer 2018 war der beste. Ja, der war schon cool. Könnte ich jedes Jahr. Ja, das stimmt. Muss man nicht in Urlaub fahren. Die Lamia gerade, wir haben übrigens 19 Grad. Die ist gerade schon mit dem Badeanzug durch den Garten gesprungen. Hab ich schon erzählt, ja. Und als wir jetzt gerade losfahren wollten zum Eis, hast du erzählt? Ja. Dass sie einen Schal anziehen wollte und Jacke. So in 5 Minuten früher springt die noch mit dem Badeanzug. Ja, genau. Und dann, als wir gehen wollten, zieht die Schal und Mütze an und dicke Jacke. Voll lustig. So als Ausgewohnheit wahrscheinlich. So, wir sind zu Hause und hier wird getwerkt. Nee, was machst du? Getiktokt. Da wird Fernsehen geguckt und da wird Brote gemacht. Und Carlos ist im Bett und schläft schon. Wir haben es dunkel, wir haben jetzt 7:45 Uhr. Wir lassen jetzt so langsam hier den Feierabend einläuten. Die Lamia werden wir auch gleich ins Bett bringen. Und dann werden wir uns auch gleich gemütlich auf die Couch pflanzen und einen Film gucken. Soll ich euch mal was Lustiges erzählen? Der Dominik und ich haben letztes Mal Creek, das hieß der Film, ne? Creek? Creed? Creed. Creed? Creed, dieser Boxfilm. Und wir haben für diesen Film tatsächlich 3 Abende gebraucht, bis wir ihn fertig geguckt haben. Das kann man erzählen. Ne? Mach ich aber jetzt. 3 Abende für einen Film. So kaputt waren wir. Wir haben gerade gedacht, wir gehen gleich gemütlich auf die Couch und gucken einen Film, genau. Circa eine Viertelstunde, dann schlafe ich ja an. Dann Schluss mit lustig. Ja, im Moment sind wir wieder recht viel müde. Oder schnell müde. Aber wie gesagt, das war echt lustig. Ich habe gedacht so, okay, ein Film von 2 Stunden. Wer hat hier ein Pflaster genommen? 3 Abende ist auch nicht ohne. Und ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Also auf jeden Fall wollte ich mich verabschieden für heute. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!